It's a must, so car racing is magic. When the cars are on the road, remember the amber light is flashing. Get ready for the green and the sound of it is crashing. And hope it's not a favourite, it's gonna get a bashing. Im vierten Meisterschaftslauf in Appenzell, am ersten Lauf am Start, Daniel Liesch mit einem Scirocco. In der unverbauten Klasse bis 1800 Kubik. Bleib drin, Daniel. Daniel kämpft hier um den dritten Platz. Hier kämpft er sich seinen dritten Platz zurück und gewinnt somit seinen ersten Pokal. Der ist heute wieder überholt. Langsam, Dani. Kann der dritte sein. Auf Platz Nummer 2 die Startnummer 1444 und auf Platz Nummer 3 die Startnummer 88. In der verbauten Klasse für uns am Start die Nummer 81, Florian Haas. Ebenfalls mit dabei die Nummer 76, Peter Dickert. Florian Haas musste hier sein Auto mit defektem Motor abstellen. Der Peter erkämpfte sich am Ende den fünften Platz. Franz Tischler Nummer 91 ist
der erste Grüntaler, der seinen eigenen Fanclub hat. Der Meisterschaftslauf in der verbauten Klasse. In der ersten Reihe innen Konrad Schweiger, der für Sigi Schweiger einsprang, der in Urlaub war, mit Startschwierigkeiten. Vorneweg drei Fahrzeuge unseres Erzrivalen aus Siebenburg. Nummer 373, Walter Schweiger. Konrad immer noch mit Schwierigkeiten. 375, Franz Brücke. Ende reichte es für Walter Schweiger gerade noch für den zweiten Platz. Und hier kommt in der Sieger die Klasse von 241. Der Damenlauf. Start frei. Für uns am Start Nummer 76, Claudia Dickert. Hier startet die ganze Walter. Und die Nummer 92, Petra Dierigl. Die Petra belegte am Ende den fünften Platz vor der Claudia. Auf Platz Nummer 2, die Startnummer 304. Wir warten auf den Drittplatzierten. Ein Lauf im Rahmenprogramm für uns am Start, die Nummer 83, Max Mölzl. Hier sehen Sie ein hochklassiges Volk. Er konnte sich am Ende aber nicht vorne platzieren. Nächsten Lauf die Nummer 79, Armin Fuchs auf seinem Audi 80. Das ist wieder ein Kapitänsschild ohne Draht, das ist der Erste. Das ist der Erste. Auf die Führungsspitze kämpfen. Aber Marvin! Jetzt ist der Zweikampf der Startnummer 9. Sauber. In der dritten Runde in Führung mit 2,47. In der sechsten Runde, die Startnummer 2,47 vor der Startnummer 7 und vor der Startnummer 1,3. Herr Markus von den Tagen ist unten, die Startnummer 79. Der Armin erreicht am Ende den dritten Platz. Ha 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 ha.
Der Endlauf in der verbauten Klasse. Bei uns dabei die Nummer 373 Walter Schweiger und mit der 91 Konrad Schweiger. 346 verlässt die Fahrbahn. Konrad mit leichten Fahrwerksproblemen. In der sechsten Runde 241, 20, 3, 73. Und der Walter bereits auf Platz 3. 241 beim Überrunden. Wir sind in der 11. Runde. Der Walter gewann diesen Lauf auch und baute seine Führung in der Einzelmeisterschaft aus. In der Mannschaftsmeisterschaft waren wir wieder an die Siegenburger herangekommen auf Platz 2. Der Sieger des Endlaufs beim Verladen. Der letzte Vorlauf dieser Saison fand in Geisenfeld statt. Hier der Lauf in der unverbauten Klasse über 1800 Kubik. Für uns am Start die Nummer 84 Alois Gürster und die Nummer 85 Jürgen Eder. Alois gab seine Führung nicht mehr ab, gewann den Lauf und geht somit als Nordmeister in den Endlauf, der in 14 Tagen an gleicher Stelle stattfindet.
Und der Erstplatzierte geht in die letzte Runde. Die 84 mit Alois Gürster in die letzte Runde. Andreas Greg von den Kellerkindern mit der 130 immer noch auf Platz Nummer 2. Und die 789 von den Rennstarten. Schachtner auf Platz Nummer 3. Wir kommen jetzt dann zum Einlauf, Siegereinlauf, jawohl, 84 Erster. Alois Gürster, also Gewinner des Rennens. Start zum Lauf in der unverbauten Klasse bis 1800 Kubik. Für uns am Start die Nummer 83 Max Mölzl, 88 Daniel Liesch und Nummer 79 Armin Fuchs. Daniel in Schwierigkeiten. Bahn ist rot. Unter rot heißt Stopp. Und qualifiziert wegen abstehender Karosserieteile. Armin Fuchs. In Führung jetzt in 247. Nummer 79, Armin Fuchs, belegte am Ende den dritten Platz. Wir warten auf den Sieger des Rennens. Aufstellung zum Lauf in der verbauten Klasse. Nummer 368 Sigi Schweiger und 375 Franz Brückel. Alle drei Vereine haben also die Möglichkeit. Von uns außerdem dabei die Nummer 91 Franz Tischler und die Nummer 373 Walter Schweiger. Bei 73 Walter Schweiger belegte am Ende Platz 3. Ein Lauf in der verbauten Klasse. Und am Start Nummer 76, Peter Dickert. Und die Nummer 81, Florian Haas. Der sich hier bereits verabschiedet. Und auch der Peter hat Schwierigkeiten. Thank you.
auch der Peter setzt sich auf den Wall. Der Endlauf in der verbauten Klasse. Nummer 373 Walter Schweiger. Nummer 91 Franz Tischler. Ui. Und die Nummer 368 Sigi Schweiger. Sigi. Unsere Fahrer kämpfen sich langsam aber sicher nach vorne. Franz Tischler konnte den Lauf am Ende gewinnen. So, wir warten dann auf die Startnummer. Und Walter Schweiger wurde noch Zweiter. In der Gesamtwertung bedeutet das für die Mannschaft Platz 2 hinter Siegenburg und in der Einzelwertung wurde Walter Schweiger Nordmeister. Die Siegerehrung. Racing is magic. The crowds and boys and fumes and dust, and every meeting is a must. Stop car racing is magic. When the cars are on the rolling up and the amber light is flashing, get ready for the green and the sound of it is crashing. And hope it's not a paper rat is gonna get. Geburtstagskind. Happy Birthday to you. Mein Gott, das singen wir wieder. Die sind zwar ein bisschen falsch, aber das tut er beim nichts. Beim Endlauf in Geisenfeld feiern wir alles den Geburtstag von Sylvia Stark. Vom Verein hätte er schon dort gezahlt. Die sind extra von Geisenfeld eingeflogen. Die schwimmt zwar schon ein bisschen, deswegen müssen wir schnell essen. Ich bin noch einen Anspanker draufgekommen. Woher weißt du das? Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Drin. Dankeschön. Der Schoss hat einen Tapper Bussel gekauft, gell, aber nichts dazu. Ah, ja, das passt schon so. Wollen die Hilfe? Das gehört dazu. Jetzt gießt sie dich. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Den beißt du. Du darfst gleich anschneiden, sonst hast du das mit dem Strohhalm. Am Essen. Nee, oder sollte der Wein kühlschrank? Ist der nicht eingeschaltet? Der ist schon eingeschaltet. Falls es in den Kühlschrank rein und esst es später, oder? Dann lachen. Am Strick. So schaut man nach einer durchzechten Nacht aus. Start zum ersten Lauf im Rahmenprogramm. Für uns am Start die Nummer 77, Georg Judemann und die Nummer 78, Matthias Böhm. Das ist
Geh los los! Geh nochmal! Der Schorsch fuhr einen beherzten Lauf und holte so im letzten Rennen noch seinen obligatorischen Saisonpokal. Er wurde am Ende Dritter. Aufstellung zum Lauf in der Meisterschaft in der unverbauten Klasse über 1800 Kubik. Nummer 84, Alois Gürster. Und die Nummer 85, Jürgen Eder. Da ist noch der Kalte. Für den Alois galt Folgendes: Den Platz, den er sich hier im Lauf erkämpfte, den würde er am Ende auch in der Gesamtwertung belegen. Deshalb kämpfte er auch auf Teufel komm raus. Und am Ende reichte es zum vierten Platz in der Gesamtwertung. Für die erste Saison ein gutes Ergebnis. Der Meisterschaftslauf in der verbauten Klasse. Punktemäßig waren wir hier auf dem vierten Platz und hatten kaum noch Chancen nach ganz vorne. Dass es hier um etwas mehr ging, bewies bereits die erste Kurve. Schau dich! Ey, ja hier, so ein Pulter! Für uns am Start Nummer 373 Walter Schweiger, Nummer 91 Franz Tischler, 368 Sigi Schweiger und die 375 Franz Brücke. Die gelben Fahrzeuge, das sind aus Siegenburg, die schwarzen aus Landshut und die gelb-schwarzen sind die Running Tigers aus Eicher. Dass man hier mit einem Turbo fast unterlegen war, zeigten die V8 der anderen Teams. Walter Schweiger. Von unserem Team konnte sich leider keiner vorne platzieren, sodass wir in der Gesamtwertung auf Platz 6 zurückfielen. Hier das Aus für Franz Tischler. Auch die Kameradschaftshilfe von Sigi Schweiger konnte daran nichts mehr ändern. Der Endlauf um die Einzelmeisterschaft. Hier hätte Walter Schweiger seinen Titel mit einem ersten oder zweiten Platz noch verteidigen können. Genau, Walter!
Mittlerweile hat der Regen eingesetzt, sodass die Bahnverhältnisse entsprechend waren. Jetzt führt aber schön. Gott sei Dank, jetzt ist der Mercedes hier. Trotzdem kämpfte der Walter, was das Zeug hielt. Walter, super! Walter! Der Walter wurde zwar am Ende Zweiter, aber auch in der Gesamtwertung reichte es nur für den Vizemeistertitel. Walter! Jedes Jahr fuhren auch heuer nach Saisonschluss die härtesten von uns wieder zu einem freien Rennen nach Grafenwöhr. Ja, bei dem Licht sagt man erst begreiflich, dass du bist. Das hab ich gekocht, mein lieber Rehbraten mit Semmingel und Spätzle. Ja, und mich hast du gern. Ja, ja. Bist du ein Gourmet-Koch? Na schon. Einige ließen sich nicht schlecht gehen. Und original Birnen mit Marmelade gibt es da dazu. Preiselbeeren. Preiselbeeren? So also Preiselbeeren haben das noch. Wenigstens Marmelade. Sind noch das. Schwammerlbrühe. Schwammerlbrühe. Schwammerlbrühe haben wir vorher schon gegessen. Du wirst ja heute Rotmalz haben. Da wurde mancher neidisch. Der Kurt hat nachmittags schon gesagt, dass er Schwammerl suchen muss, weil er bloß ein Fleisch dabei hat. Und Schwammerl haben wir cool gefunden. Wenn gibt's für vorbei. Und andere konnten es nicht fassen. Kurt, wie lange willst du nur essen? Ja, Mann, ich hab doch. Schau, das Licht aus, wie lange dauert. Jetzt geh her. Hör her, deine Grüße. Am nächsten Tag der reine Stockerlauf. Da wir mit allen verschiedenen Klassen am Start waren, wurde die Startaufstellung versetzt vorgenommen. Die Kleinen vorne, die großen Turbos hinten. Wir kapieren das nicht. Die ersten drei Startversuche überspringen wir. Beim vierten klappte es dann endlich. Nummer 78, Matthias Böhm. Vor Peter Dickert, Florian Haas, Alois Gürster, Willi Kerscher, Georg Judemann, Herwig Haller vor Alois Gürster. Und dahinter Matthias Böhm. Die drei schenken sich nichts. Noch ein Einsatz von Herwig Haller, bevor sein Auto den Geist aufgab. Ja,
375 Franz Brücke. Nummer 75 Kurt Feige. Kind, geh runter da oben, oder denkst du das? Das endgültige Aus für Herwig Haller. Und hier kommt der Sieger des Laufes, Kurt Feige. Willi Kerscher Nummer 90 und Peter Dickert starteten in einem gemischten Lauf mit der Superklasse der Graupenwörer. Hey, jetzt haben wir mal für das Aus für den Willi. Und der Peter wurde am Ende Dritter. Bleibt dran stehen. Und hier brachten wir sogar einen Damenlauf zustande. Am Start Claudia Dickert, Brigitte Haller, Silvia Stark und Doris Straubinger, die Freundin von Alice Göster. Hier setzte sich am Ende die Routine durch. Brigitte Haller gewann vor Claudia Dickert. Im letzten Stockerlauf hatte sich der Starterfeld dann schon etwas gelichtet. Am Start 375, Franz Brückel Nummer 77, das ist Florian Haas, und Nummer 84, Alois Göster. Das war's jetzt. Hat er mal Platten hintergefahren? Hans Brückel gewann diesen Lauf. Florian Haas wurde Zweiter und Alois Göster Dritter. Im letzten gemischten Lauf fuhren ebenfalls Florian Haas und Peter Dickert. Der Florian konnte sich auch hier durchsetzen und gewann den Lauf. Die vereinsinterne Wertung gewann
Alois Göster vor Franz Brückel und Florian Haas mit Feigl Kurt auf Platz 3. Bei den Damen gewann Brigitte Haller vor Claudia Dickert und Doris Straubinger. Gemischten Wertung kam Florian Haas auf Platz 2. Zum Abschluss der Saison feierten wir in Fussenberg unsere Vereinsmeister. Den Pokal für die beste Dame erhielt Petra Dirigl. Vizemeister in der unverbauten Klasse wurde Armin Fuchs. Er hat sein Rennen gefahren, er hat ihn hier fast aufgefangen im ersten Meisterschaftslauf, in der ersten Runde, einen super Überschlag, war ein super Stand, das war was für die Zuschauer, Armin, das war zwar kein Erfolg, aber das wirklich was für die Zuschauer, der unverbaute Gasse. Unseren vierten bayerischen Meister, der Gürster Alex aus Wolfswerk, ist glaube ich eingebaut, oder wie hast du das aufgemacht? Vereinsmeister in der unverbauten Klasse wurde Gürster Allis. Ich habe ihm ganz herzlich gratuliert, er hat wirklich eine saubere Saison. Er erreichte auch zugleich in der bayerischen Meisterschaft den vierten Platz. Erster Platz im BSCV-Innenlauf, also die 20 besten von ganz Bayern starten, hat er am vierten Platz rausgekommen, sein Fahrzeug. Und ich glaube, das sind so die Leistungen, und auf solche Leistungen können wir aufbauen. Wenn er ab und zu auf die Rennen ein bisschen her auf uns, und wenn er sich am Samstag nach dem Fahrerlager zurückkommt, ne? Es ist nicht nur, wenn man nichts trinkt, sondern in die Wohnmobile einfach Ruhe gibt und schlaft, dann glaube ich, kann man wirklich aufbauen auf dir und dann kann man Sport draus nicht machen. Ich gratuliere euch herzlich, vielen Dank für deine Dienste für den SC Grünwald. Vereinsmeister in der verbauten Klasse wurde Franz Brücke. Und dann kommen wir zum zweiten Vereinsmeister. 1999, unser Tischler Franz aus Zell. Wo ist denn das? Irgendwo im Bayerischen Wald, als er das Heck zu Schnee gekommen hat, oder bei der Schneeflug noch nicht gefahren. Wie ist das überhaupt? Fuchshölzl bei Zell. Der Tischler Franz, auch er, ein ganz starker Fahrer, ein schneller Fahrer. Ja, mit sauber, super Fahrzeug auf der Rennstrecke gekommen und hat immer sein Bestes gegeben. Und ich hoffe, das wird auch die nächsten Jahre da. Und wer kann den Alpiner? Den gewinnt normalerweise immer der erfolgreichste Fahrer. In der Saison 1999, unser Schweiger Walter, gestresst durch Ausbau. Vereinsmeister Walter Schweiger. Gestresst mit Familie. Der einzige Runde in Polen ist eigentlich seine Frau. Die hat immer gesagt, Walter, du magst das schon. Und der Walter hat er gesagt, wir fahren das letzte Jahr verbaute Meisterschaft, ich gehe an den Start. Ist was wert, steht dann sicher Platz im Pokal, dass er lange frei macht. Und ich möchte mich bedanken für deine Dienste, für den SC Grünwald, für deine fahrerischen Dienste, für deine aufklärenden Worte. Der Walter hat mir, ich habe es jetzt noch nicht geschafft, aber ich habe mir die Mannschaftsführung in der verbauten Klasse gemacht, er geht da weg, ich mache das schon. Ich möchte nochmal danken und ich hoffe, wir arbeiten auch die nächsten Jahre wirklich zusammen. Und schauen, ob wir den SC Grünwald nach vorn bringen. Und ich werde immer am Streckenrand stehen und werde den Daumen halten, wenn es für den SC Grünwald startet. Applaus für unseren zweiten deutschen Meister. Für unseren Vereinsmeister 1999. Nach dem offiziellen Teil wurde noch fleißig das Tanzbein geschwungen. Unser Vorstand mit gutem Beispiel voran. Will I be with you? Is what you said to me.
Whatever number we support, we are back to the greatest one we've